Ja, Freunde der Nacht, wir sitzen hier attackiert von ekelhaften Neonlampen im Backstage-Raum des legendären Hyde Parks in Osnabrück. Neben mir sitzen Marky, Tommy und Ron von Corona, die hier in einer halben Stunde oder so auf die Bühne gehen. Die erste Frage, erstmal, wer immer sie auch beantworten möchte. Das neue Album heißt Mental Vortex. Was ist denn auf Deutsch jetzt mal gut formuliert ein Mental Vortex? Ja, es geht grundsätzlich eigentlich um einen Moment der totalen Verwirrung und Panik, wie er zum Beispiel vorkommen kann, wenn sich etwas sehr Extremes in deinem Leben ändert. Ja, das ist eigentlich so, auch das Cover mit diesem Gesicht und der Hand. Würdest du sagen, dass die Platte irgendwie diesmal persönlich ist, irgendwie auch jetzt von den Texten jetzt her, ohne jetzt speziell darauf einzugehen? Im Grunde ist eigentlich jede Platte von uns war irgendwo persönlich, also vor allem ja halt von den Texten her. Und auch diesmal, also sind Themen, die irgendwie mir selbst zugestoßen sind oder die sich in meinem Umkreis abgespielt haben, aber auch inspiriert durch Bücher oder Filme. Ja. Würdet ihr zustimmen, dass ihr mit der neuen Platte, mit den Songs eingängiger geworden seid als auf den alten Platten? Tja, auf jeden Fall. Stimmt schon. Wir haben irgendwie diesmal mehr Wert auf Songs gelegt, anstatt irgendwie da 1000 schnelle Licks zu verbraten. Und ist uns aber irgendwie gelungen, bessere Songs zu schreiben, ohne aber so den technischen Anspruch aufzugeben. Glaube ich. Ja. Jetzt ist mir da nur ein Phänomen aufgefallen, das trifft auch auf andere Bands zu, jetzt zum Beispiel King's X, Fate's Warning oder Armored Saint. Ihr habt immer sehr gute Reviews von der Presse für die Platten bekommen, eigentlich durch die Bank, alle Magazine. Aber mit den Verkäufen so richtig durchgeknallt ist es noch nicht. Fühlt ihr, dass eure Musik vielleicht am Fan vorbeigeht oder woran kann das liegen irgendwie? Das ist schwer zu beantworten. Das liegt bestimmt auch teilweise an der Promotion der Plattenfirma, die einiges zu wünschen übrig lässt. Sonst ist das schwer zu beantworten. Ich weiß auch nicht. Irgendwo ist der Wurm drin. Ich hoffe, das wird sich jetzt ändern. Also auf jeden Fall mit einem neuen Album. Stimmt das, dass du die Cover auch mit Computer machst? Ähnlich wie der Typ von Voivod, der Schlagzeuger? Das letzte Cover wurde mit einem Computer gemacht, ja. Aha. Mit einem Kumpel von mir zusammen. Und ich habe von den Kollegen von Lunacy gehört, dass du ja, bei denen ist ja auf der Platte auch eine Zeichnung von dir drauf. Ist das vielleicht mal irgendwie was für die Zukunft? Wer weiß, ja. Wenn es mit der Musik so weitergeht, dann... Ja, ihr merkt schon, ihr müsst unbedingt die neue Platte kaufen, das hat alles keinen Sinn. Jetzt mal was anderes, eine Frage an Ron. Das Business ist ja immer sehr schlecht und es ist ja unheimlich viel auf Image aufgebaut. Ist es schon mal vorgekommen, dass vielleicht Karl Walterbach oder irgendjemand zu dir gekommen ist und sagt, bei der Fotosession oder bei der Show sollst du eine Perücke tragen? Nee, ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. So. Ich sehe da auch keinen Grund oder so, dass man nicht Musik machen kann, also ohne Haare oder so. Es gibt auch genügend Leute, die das beweisen und so. Was würdest du tun, wenn er es verlangen würde? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich eine in die Fresse.